Gut. Dann legen wir los. Teil 59. Und dann können wir von Herzen die innere Absicht aufbringen und kurz denken. Möge das, was wir heute Abend üben, worüber wir nachdenken und was wir kultivieren, sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen von Nutzen sein und zu unser aller Wohlsein und zur vollkommenen Befreiung von Leid und Leidenskreisläufen beitragen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Okay, dann können wir beginnen. Wir sind im Kapitel mit Versen über die Weisen angelangt und da kommt der nächste Vers. Vers 77 und der heißt diese Woche auf Deutsch: Wer durch Rat und Tadel das Unheilsame im Zaum hält, wird von Weisen geliebt, aber von Toren verschmäht. Das ist der Vers für die Woche. Und genau, ich habe hier direkt die Fußnoten angegeben. Also ich habe das jetzt gerne mal mit dem Wort weise übersetzt, was eigentlich wortwörtlich gut bedeutet. Also eigentlich heißt es, also wer durch Rat und Tadel das Unheilsame im Zaum hält, der wird von den Guten geliebt und von den Schlechten verschmäht. Aber im Grunde wissen wir, das geht dann immer also was ist damit gemeint, mit gut oder schlecht? Also entweder Weisheit oder das Gegenteil von Weisheit. Und dann liest sich das ein bisschen besser, dachte ich. Genau, Rat und Tadel, das haben wir bereits kennengelernt. Overdeya, dann, was auch bedeutet, wie belehren, aber auch vor allen Dingen eben ermahnen oder zurechtweisen, Tadel. Und dann Anusaseya, das ist dann eher der Begriff für lehren, wenn man Ratschläge gibt, wenn man Anweisungen erteilt oder gibt. Wenn man jemanden anleitet in etwas, genau. Dann Asaba, das Unheilsame, auch ist mit gemeint, wie das, also auch unhöflich, wenn man unhöflich ist, das möchte man auch im Zaum halten. Oder wenn man bestimmte Gedanken oder Worte oder auch Verhaltensweisen als niedrig empfindet, niedrig im Sinne von, ja, nieder, ja, gibt es kein anderes Wort im Deutschen, niedrig. Verhaltensweisen von niederer Qualität. Ja. Alle Handlungen natürlich, die einfach unheilsamer Natur sind oder wo wir schon letzte Woche hatten, wie es im Metta-Sutra steht, Handlungen, die von anderen weisen Personen getadelt werden würden. Asaba. Okay. Dann, genau, hier ist es dann nochmal mit dem, also Satan hi ist dann wie in der Tat. Also in der Tat wird so jemand von Weisen geliebt. Satang ist dann der Weise, also das Gute, auch das Wahre oder das Wirkliche. Und deswegen ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung, das auch mit Weise oder mit einer weisen Person gleichzusetzen, weil jemand, der die Wahrheit erkannt hat oder Einsicht in die wahre Natur der Dinge hat, das ist jemand, der weise ist. Genau, und jemand, der also durch Rat und Tadel das Unheilsame im Zaum hält, der wird von den Weisen geliebt. Pio, das ist dann auch jemand, der einem oder wo es angenehm ist, mit so jemandem zusammen zu sein. Das ist angenehm, die Anwesenheit einer solchen Person. Und die Toren oder wortwörtlich dann also die Schlechten oder
auch dann hier Unwahrheit, das Unwahre, die Unwahren oder diejenigen, die oder vielleicht unwissend sind, dann in dem Sinne, genau, Asatang, dass die, also habe ich jetzt übersetzt, dass man, dass diejenigen, die also guten, weisen Rat und Tadel geben, die werden von den Toren verschmäht. Aber eigentlich wortwörtlich heißt das eher so, dass es den Toren oder den Unwissenden ist es unangenehm, mit jemandem zusammen zu sein, der weisen Rat und Tadel ausspricht. Es ist unangenehm, es ist unleidlich, unerfreulich. Man ist nicht gerne in der, als jemand, der selber unwissend ist oder kommen wir dann später noch darauf zu sprechen, was für Qualitäten das jeweils sind, der mag das nicht so gerne, wenn man, wenn man ihn zurechtweist oder anspricht, was eben in seinem Verhalten oder in seinem, in seiner Art zu sprechen vielleicht nicht so angemessen ist. Genau, das sind so die Begriffe. Eigentlich relativ straightforward, sehr klar zu verstehen. Und zu den Bemerkungen kann man jetzt sagen, also erstmal muss man auch hier wieder wissen, dieser Vers diese Woche, sehen wir dann gleich in der Hintergrundgeschichte, der richtet sich mal wieder an Mönche. Und dieses Mal hat der Buddha mit diesem Vers seine beiden Hauptschüler, den Sariputta und den Mahamoggallana, die ermutigt oder aufgerufen, dass sie eine bestimmte Gruppe von besonders flegelhaften Mönchen zurechtweisen sollen und tadeln sollen und auch inspirieren sollen oder es zumindest versuchen sollen, die zu inspirieren, dass sie sich wieder auf den rechten Weg begeben. Und in diesem Vers, da verdeutlicht halt jetzt hier der Buddha einmal, wie letztes Mal auch, also dass guter Rat und auch gut gemeint und auch weise oder mitfühlend ausgesprochener Tadel oder Zurechtweisungen, dass es was sehr, sehr Kostbares ist, was sehr, sehr Wichtiges ist, weil man sich dadurch eben gegenseitig helfen kann, auf einem bestimmten Weg zu bleiben, wie jetzt hier auf dem Weg der Befreiung, dass man die eigenen destruktiven Gewohnheiten oder Handlungen und so weiter und so fort, oder auch Denkweisen besser verstehen kann oder überhaupt erstmal wahrnehmen kann, erkennen kann, dann verstehen und annehmen kann oder auflösen kann. Und aber eben, wie eben schon gesagt, der Buddha vermerkt halt mit dem Vers, also für manche Menschen ist das sehr unangenehm, bestimmte Formen von Zurechtweisung oder selbst Rat oder Anweisungen also aufzunehmen oder sich dafür zu öffnen. Vor allen Dingen eben, wenn man selber besonders erfüllt ist von Gier oder Hass oder Verblendung, die Standard drei, oder dann auch, wenn man viel Stolz hat, oder wenn man sehr überheblich ist oder arrogant ist, dann kann es sehr, sehr schwer sein, sich für Rat oder vor allen Dingen auch für Tadel zu öffnen, das überhaupt zu akzeptieren, was da gesagt wird. Und weise Personen wiederum, die haben halt keine Schwierigkeiten damit, Rat oder Zurechtweisungen aufzunehmen, weil die wissen genau, wie kostbar das ist und wie vorteilhaft das eigentlich ist. Weil sie haben, also weise Personen im Sinne jetzt hier auf dem buddhistischen Weg, dann für bestimmte, also für die Mönche und Nonnen, die dann als weise gelten. Im Gegensatz zu diesen flegelhaften Mönchen und auf die wir noch zu sprechen kommen in der Hintergrundgeschichte. Weise Personen, die haben ja innerlich die Absicht, dann auf dem buddhistischen Weg sich mit Leid auseinanderzusetzen. Und da gehört eben auch dazu, sich mit den eigenen, oder vor allen Dingen gehört es dazu, dass man sich mit den eigenen inneren Dämonen auseinandersetzt oder Gewohnheiten. Und jemand, der also dann, das, auch wie wir schon jetzt gesagt haben, im Metta-Sutra, in der Lehre über die liebende Güte, da hat ja Buddha ja gesagt, man solle nichts tun, egal wie geringfügig, was ein Weiser oder eine weise Person tadeln würde. Und was da aber auch steht im Metta-Sutra, auch sehr, sehr schön, das passt dann zum heutigen Vers, weil das beschreibt im Grunde genau die Qualitäten von solch einer weisen Person, die Rat und Tadel einfach annehmen kann. Das sind nämlich Menschen, das steht im Metta-Sutta, die gewissenhaft sind, authentisch und aufrichtig. Und sie sind empfänglich für Rat und Belehrungen. Und sie sind sehr leicht zugänglich. Also man kann leicht Dinge ansprechen, ohne dass sie es sofort abwehren oder ablenken oder einen Themenwechsel machen und so weiter. Und solche weisen Personen sind sanft und ohne Hochmut. Also gewissenhaft, authentisch, aufrichtig, empfänglich für Rat und Belehrungen, leicht zugänglich und sanft und ohne Hochmut. Das sind so Aspekte, die im Metta-Sutra stehen.
Und die im Grunde genau das beschreiben, um was es hier geht mit weisen Personen. Ja, und das Gegenteil davon sind dann also eben törichte Personen, die ganz viel von Gier, Hass, Verblendung und Arroganz oder sowas erfüllt sind. Und die sehen dann vielleicht dann Zurechtweisungen, vor allen Dingen aber auch manchmal selbst normalen Rat, wie als Angriff auf ihre Person oder ihr Selbstbild oder ihre Macht oder Sicherheit. Die sehen sowas als Angriff und als Gefahr im Grunde. Und anstatt dann sich selber zu konfrontieren, was da zum Beispiel dann, wenn man einen Tadel bekommt, als so eine unweise Person oder ja, dann anstatt das dann als Anlass zu nehmen, nach innen zu schauen, dann nimmt man das eher dermaßen persönlich, dass man das als Gefahr im Außen ansieht und dann das Außen kontrollieren will, anstatt das Innen zu kontemplieren oder zu konfrontieren. Man konfrontiert immer nur das Außen, aber nicht das Innen. Ja, und dann in der Hintergrundgeschichte heute geht es im Grunde um eine solche Gruppe von Mönchen, die dermaßen töricht waren, dass sie keinerlei Rat annehmen wollten. Und ja, ganz egal wie weise oder wahr dann auch oder auch mitfühlend diese Ratschläge waren. Und dann manchmal, also das kommt auch, also nur an einem kleinen Punkt in der Hintergrundgeschichte heute vor. Manchmal ist es ja so, oh, das sieht man oft in der Politik zurzeit leider immer häufiger. Also meiner Ansicht nach, zumindest in Amerika, sieht man das extrem deutlich oft, dass manche Personen, die, also je vehementer und je wütender und hasserfüllter man anderen Leuten was vorwirft, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass die Dinge, die man der anderen Person vorwirft, bei einem selber ein großes Thema sind. Leider. Und das kann dann hier auch bei so törichten Personen eben der Fall sein. Und bei sich selber kann man dann aber auch schauen. Also manchmal, wenn man vielleicht einen Rat bekommt oder einen Tadel oder wie auch immer, und wenn man extrem darauf reagiert mit viel Wut und Ärger, dann lohnt sich zumindest immer hinzuschauen, warum das denn ist. Weil das kann natürlich immer so, also das muss ja seine Gründe haben. Entweder kann es tatsächlich sein, dass da jemand genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Oder es kann auch sein, dass es so zumindest im, wie sagt man so, im Dunstkreis oder wie kann man sagen, von diesem Thema irgendwas noch ist, wo wir selber mit drin verhakt sind oder wo wir selber mit dran festkleben. Weil wenn man total im Reinen mit etwas wäre, was einem da entgegengebracht wird, dann würde man sich ja nicht aufregen. Und je mehr man sich aufregt, desto sicherer kann man sein, dass da zumindest etwas in uns wie sagt man, in Resonanz geht damit. Und da muss man schauen, was natürlich. Das kann man leider nicht verallgemeinern. Wieso, immer wenn das passiert, ist immer das der Fall oder jenes der Fall, da muss man dann schauen. Ja. Deswegen lohnt sich das dann immer hinzuschauen. Und wenn man dann erkennt, oh, was die Person gesagt hat, stimmt absolut gar nicht oder hat nichts mit mir zu tun, prima. Aber wenn man dann merkt, es hat was mit mir zu tun, auch prima. Dann kann man ja was mit anfangen, kann man mitarbeiten. Genau. Okay. Dann geht es diese Woche auch schon los mit der Hintergrundgeschichte. Die ist dieses Mal nicht nur aus diesen Kommentarschriften zum Dhammapada übersetzt, sondern da gab es auch eine schöne Übersetzung, kann ich dann noch verlinken in der YouTube-Beschreibung, weil die Geschichte, also manchmal ist es das so, dass die Geschichten oder die Texte, die dann in diesem Kommentar zum Dhammapada von Buddha Ghosha stehen, dass die manchmal ausführlicher sind als parallele Texte wie aus dem Pali-Kanon oder so. Und manchmal ist es das andersrum, dass dann die Geschichte in diesem Dhammapada-Kommentar ein bisschen kürzer ist, aber dann sieht man so, oh, die gleiche Geschichte ist auch in einem anderen, in der Lehrrede des Buddhas behandelt worden oder in einem Text oder Kommentar zu den Ordensregeln, dem Vinaya. Und heute ist das so, weil da geht es also hier um diese Geschichte von einer Gruppe von besonders flegelhaften Mönchen und weil es da eben darum, also wie so also Bruch von Ordensregeln geht und auch darum, wie später dann zwei Mönche aus einem Kloster wie so ausgeschlossen werden, dass sie dieses Kloster nicht mehr besuchen dürfen. Das sind so ordensinterne Regelungen oder Richtlinien oder auch
Beschlüsse gewesen, dann steht manchmal in den Ordens, in den Texten zu den Ordensregeln nochmal eine ausführlichere Geschichte dazu. Und dieses Mal war das so, nur so nebenher. Und der Vers, also jetzt diese Woche, Vers 77, der wurde vom Buddha gesprochen, im Kloster Jetavana mal wieder. Und diesmal geht es also um diese Gruppe von flegelhaften Mönchen. Und die haben zu dieser Zeit im Kloster Kitagiri gelebt. Genau. Zu dieser Zeit, da lebten in Kitagiri zwei ganz besonders flegelhafte Mönche und einer hieß Asaji. Asaji gibt's diesen Namen gibt es sehr, sehr oft, genauso wie Tissa oder Chitta oder so. Asaji, da gibt es auch einen von den ersten oder einen von der Gruppe von den ersten erleuchteten Schülerinnen und Schülern des Buddhas oder von den, also der größeren Gruppe von den ersten Erleuchteten. Asaji ist sehr, sehr bekannt, aber das ist jetzt ein anderer Asaji. Asaji und der zweite, der hieß Punabasu. Und diese beiden Mönche plus noch vier andere Mönche, die haben sogar so einen Spitznamen gehabt in den Lehrreden des Buddhas und vor allen Dingen in den Ordensregeln später in den Geschichten dazu oder Hintergründen. Nämlich, das ist die berühmte, also diese zwei Mönche plus noch vier Mönche, das ist die Gruppe der sechs oder so, oder die Sechser Mönche oder die Gruppe von sechs Mönchen. Und das war eine Gruppe von eben sechs ganz besonders flegelhaften oder auch schwer belehrbaren Mönchen, die sich kaum um die Einhaltung von irgendwelchen Richtlinien hielten und sich nicht um die Mönchsgelübde kümmerten und regelmäßig vernachlässigten die so ihre Übung in Tugend oder Zurückhaltung und lebten einfach nicht entsprechend dessen, was eben so das Leben als Mönch oder Nonne ausmacht. Und das Ganze auch ganz bewusst und ohne jegliche Scham oder Reue. Und man sagt, also eine Großzahl von den heute, also bis zum Tod des Buddhas wurden quasi diese Mönchsregeln immer weiter erweitert, wenn irgendwo was schief lief oder wenn irgendwer Disharmonie erzeugte. Und eine große Anzahl von den Ordensregeln gehen alle auf diese sechs Mönche zurück. Ja. Und Asaji und Punabasu und diese vier anderen, also diese Gruppe der sechs, die sind alle ursprünglich ordiniert worden, tatsächlich von diesen beiden Hauptschülern des Buddhas, von Sariputta und Mahamogalyana. Das ist diese beiden Hauptschüler, also brillante Lehrer und erleuchtete selbst ihrerseits, haben diese Gruppe von Mönchen oder diese Gruppe von jungen Männern ordiniert gehabt, aber obwohl die also von mit den brillantesten Schülern des Buddhas ordiniert wurden und vielleicht sogar auch Anweisungen, Belehrungen bekommen haben, denen war scheinbar nicht zu helfen. Die haben selbst diese tolle Gelegenheit nicht genutzt, direkt von Sariputta oder Mogalyana lernen zu können. Ist also nicht viel Tugend dabei herausgekommen. Stattdessen haben die quasi regelmäßig versucht, diese Gebefreudigkeit von den Laien auszunutzen. Und auch als Mönch oder Nonne ist man ja relativ frei, was weltliche Verantwortung angeht. Natürlich kann man auch im Kloster, gibt es auch Verantwortungen und so. Aber die haben das eher so alles ausgenutzt, relativ frei zu sein als Mönch, sich auf die faule Haut zu legen oder das Ganze ein bisschen auszunutzen im Grunde. Ja, und das Leben, das einfache Leben quasi zu genießen. Ja, und es heißt auch, dass diese sechs quasi allesamt nur deswegen Mönch geworden sind. Also nicht, weil manchmal haben wir es auch so zu tun mit Leuten, die sind am Anfang vielleicht interessiert an dem buddhistischen Weg und dann lässt das vielleicht nach, das Interesse oder sowas. Aber bei denen war das von Anfang an so, so steht es zumindest in einem Text, dass die keine, dass, die hatten Schwierigkeiten damit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann haben sie gemerkt, so, oh, aber als Mönch, na, das ist doch relativ einfach. Wir kriegen immer Essensspenden, wir haben nicht viel zu tun. Das ist unser Ausweg. Also quasi die Motivation von Anfang an war keine heilsame bei denen. So, und jetzt zu der Zeit von unserer Geschichte, da lebten also Asaji und Punabasu im Kloster Kitagiri. Und selbst dieses Kloster, also es gab ja viele Klöster oder Aufenthaltsmöglichkeiten für Mönche damals. Und selbst dieses Kloster Kitagiri hatten die sich ausgesucht extra, weil da gab es mehrere Monsunzeiten im Jahr und deswegen gab es drei Ernten im Jahr. In dieser Gegend gab es immer genug zu essen und deswegen gab es immer gute und ausreichend und
mehr als genug Essensopfergaben. Und dieses Klostergelände war auch sehr gut geeignet dazu, irgendwie schöne Gebäude zu bauen. Und die dachten so, ah, fein, hier können wir es uns gut gehen lassen. Es gibt mehr als genug Essen und hier können wir sogar prächtige Klostergebäude bauen. Da machen wir es uns richtig gemütlich so. Und tatsächlich dann, weil also der Asaji und der Punabasu beide extrem quasi weltlich drauf waren und auch so sich nicht darum kümmerten, großartig Meditation zu üben oder den Dharma zu studieren, beides nicht, sondern dann eher dann auch so spielerisch drauf waren und gesellig und viel tratschten und so weiter, dann haben die auch genau solche andere Menschen oder Männer dann angezogen, die dachten so, oh, mit den beiden ist es aber eine schöne Zeit hier im Kloster. Hier will ich gerne auch Mönch werden. Und dann haben die quasi ihrerseits sich Mönchsschüler geholt, die dann im Grunde von Asaji und Punabasu alle schlechten Gewohnheiten mit übernahmen oder noch oder weiter ausufern ließen. Und auch die Laien, die dieses Kloster unterstützten, wurden dann im Grunde quasi darauf trainiert, dann eher so in diesem Stil sich zu verhalten wie diese beiden Mönche. Und alle in diesem Kloster neigten also dazu, eher so tendenziell so die Ordensrichtlinien und Regeln zu vernachlässigen. Und dann uferte das halt immer weiter aus. Und da wird jetzt dann in den Texten zu den Ordensregeln wurde dann aufgelistet, was die alles gemacht haben, die beiden Mönche, Asaji und Punabasu und auch ihre Mönchschüler, so im Laufe der Zeit. Einmal haben die, also ich lese das mal gerade vor, weil das so eine lange Liste ist am besten. Also sie pflanzten und gossen und züchteten kleine Blütenbäume, pflückten dann davon Sträuße und banden und steckten diese zu Girlanden, Kränzen, Blumenschmuck für Stirn, Ohr oder Brust sowie zu Blumenarrangements zusammen. Und dann diese schönen Arrangements oder Blumengirlanden schickten sie dann bestimmten Frauen oder Töchtern oder Mädchen oder Schwiegertöchtern aus angesehenen Familien oder ihren Dienerinnen, wer auch immer hübsch war. Und sie trafen sich dann regelmäßig mit den Frauen und aßen mit ihnen aus der gleichen Schüssel, tranken aus dem gleichen Becher, teilten sich nicht nur die Sitzbänke, sondern sogar Liegen, Matten und Decken. Und sie aßen regelmäßig wie kann man sagen, unrechten oder unerlaubten Zeit. Das heißt, normalerweise als Mönche oder Nonnen isst man, also damals, vor allen Dingen heutzutage ist es in vielen Klöstern ein bisschen entspannter, aber damals 12 Uhr oder wenn die Sonne den höchsten Stand hat, dann isst man nicht mehr. Also ab dort oder bis dahin darf man essen, aber danach nicht mehr. Aber eben hier in diesem Kloster, die aßen im Grunde, wann sie wollten. Und aßen auch gerne dann oder tranken zusammen mit den Frauen, die sie gerne hatten. Und manchmal sogar berauschende Getränke oder Alkohol wurde dort manchmal getrunken. Dann die Mönche selbst, obwohl man das auch nicht soll, trugen im Beisein von den Frauen sehr gerne Schmuck oder parfümierten sich mit betörenden Duftstoffen, trugen gerne Kosmetik, vergnügten sich mit den Frauen in Tanz und Gesang und Schauspiel und Musik und gemeinsamen Wettkämpfen oder Sportaktivitäten. Und hier sieht man, das sind so alle diese Regeln, wo man jetzt, wenn man Novize wird, diese ersten 10 Gelübde, quasi das sind jetzt im Grunde so Aspekte, die da schon runter reinfallen, dass man selbst als Novize eigentlich weiß, von den Sachen hält man sich eher fern. Und dann geht die Liste noch weiter. Die Mönche spielten gerne gemeinsame Brettspiele und bastelten und spielten mit Musikinstrumenten und Spielzeugen, vertrieben sich die Zeit mit Rätseln, Denkspielen. Sie äfften Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen nach. Sie nahmen sich Zeit, um das Elefantenbändigen zu lernen, das Rosszähmen oder Pferdezähmen, das Wagenlenken, das Bogenschießen, Schwertkampf. Also die Liste wird immer länger von den Dingen, die sie gemacht haben. Und man hat immer noch nichts gehört, was in Bezug auf Dharma oder Meditation bezogen werden kann. Dann, also das waren einfach, wie so, ja. Ja, die haben ihre Zeit einfach nur mit dem verbracht, was sie gerne hatten. Sie rannten gerne mit Freude vor oder hinter Elefanten und Pferden her oder Pferdewagen her. In der Öffentlichkeit pfiffen sie gerne laut und schnalzten laut mit den Fingern herum. Sie liebten es, miteinander zu ringen und zu boxen. Und wenn sie in einem Dorf eine schöne Tänzerin sahen, dann nahmen sie ihre eigene Oberrobe, legten sie vor der Tänzerin hin und riefen: Los, Schwester, tanz für uns. Und sie klatschten Beifall und so weiter und so fort. Und
Und darüber hinaus gab es noch viele andere so Verhaltensweisen, die also eigentlich unangemessen wären als Mönch oder Nonne, weil das eben auch so wie so ein bisschen wie der Vertrag ist, wenn man sagt, ja, ich weiß, das beinhaltet das Leben als Mönch oder Nonne, dann werde ich dementsprechend leben. Und aus dem Vertrauen heraus in die Mönche und Nonnen, dass sie sich auch mit dem Dharma auseinandersetzen, kriegen sie ja dann auch die Unterstützung von den Laien, was Essen angeht, was Dach über dem Kopf angeht und so weiter. Und dass die das dann quasi so offen unerfüllt gelassen haben und dann quasi dieses Vertrauen dann missbraucht. Und das ist wie ein schweres Vergehen, kann man sagen. Ja, und das heißt, anstatt ihre Aufmerksamkeit nach innen zu richten, haben sie dann, oder was auf den Dharma zu richten, schenken sie also ihre Aufmerksamkeit weiterhin immer nur ihren weltlichen Begierden oder Gewohnheiten, Verlangen nach Vergnügung oder Ablenkung, zwischenmenschlicher, wie so romantischer oder kokettierender Nähe und so weiter und so fort. So, und dann, und jetzt in den Überlieferungen heißt es dann, dass das eben seine Folgen hatte. Erstmal, wie vorhin schon angedeutet, wie man kann jetzt sagen, aus buddhistischer ordinierten Sicht kann man sagen, weil für das Weltliche, wenn man in der Welt schaut, wie verbringen die Leute gerne ihre Freizeit oder Wochenende, natürlich, da waren jetzt nicht viele irgendwie ganz schlimme Dinge dabei, aber aus Sicht eines Mönches oder Nonne, da kann man sagen, ist das tatsächlich wie lasterhafter Lebensstil. Aber muss man verstehen, der Bruder würde jetzt nicht sagen, wenn jetzt ein Laie am Wochenende irgendwo auf einen Brettspielerabend geht, dann wird da niemand sich beschweren oder so. Aber jetzt eben dieser Lebensstil von diesen Mönchen. Das löste im Umfeld von diesem Kloster wie große Beliebtheit aus unter eben gleichgesinnten Mönchen oder Laien. Das heißt, diejenigen Mönche oder Laien, die ohnehin selber schon solche Gewohnheiten in sich trugen, die fühlten sich angezogen von diesen lasterhaften oder flegelhaften Mönchen. Und diejenigen Mönche oder Laien allerdings, die aufrichtig den Dharma üben und studieren und praktizieren wollten, die wiederum fühlten sich wie abgestoßen von diesem Ort, fanden das eher traurig und wurden obendrein dann auch eher von diesen anderen flegelhaften Mönchen sogar dran aufgezogen oder vielleicht auch beleidigt oder so geärgert oder getriezt. Sei doch nicht so ernst. Mach dich doch mal locker und so weiter und so fort in diese Richtung. Und am Anfang war das Kloster Getagiri auch noch von vielleicht vielen sehr vertrauensvollen und hingebungsvollen Laienpraktizierenden unterstützt worden. Und es gab viele gute, übende Mönche vor Ort. Aber durch das nachlässige Verhalten eben von Asaji und Punabasu und den anderen, das wurde dann immer offenkundiger, dieses Verhalten. Und dann zogen also die Laien, die vorher noch viel Vertrauen hatten, ihre Unterstützung zurück. Und auch die aufrichtigen Mönche verließen nach und nach das Kloster. Und dann übrig blieben dann am Ende also nur noch diejenigen Laien und diejenigen Mönche, die dann eben genau mit diesem lasterhaften Verhalten eher so d'accord waren und das gut fanden. Und jetzt in einer anderen Übersetzung von den Dhammapada-Geschichten im Illustrated Dhammapada, da steht dann, dass die Mönche im Kloster Getagiri unter anderem wahrscheinlich in Reaktion darauf, dass immer weniger Laien das Kloster unterstützten, da haben die dann angefangen, nicht nur also weiter ihre Blumengirlanden, die sie sowieso schon machten, nicht nur zu verschenken, sondern auch zu verkaufen. Und dass sie sogar extra Fruchtbäume anpflanzten und Obstbäume züchteten, damit sie dann Obst verkaufen konnten oder irgendwie eintauschen konnten gegen andere Notwendigkeiten. Also da ging es ziemlich so den Bach hinunter, was so den eigentlichen Nutzen von so einem Kloster angeht. Muss man auch hier sehen, das ist ganz anders als hier jetzt im christlichen Raum, wo wir dann wissen, so natürlich, da haben dann die Klöster immer für sich gesorgt und ihr eigenes Essen angebaut und so. Und dann eben im buddhistischen Rahmen ist das eben ursprünglich anders gewesen. Später dann in anderen buddhistischen Traditionen hat es dann auch viele Klöster, die natürlich bestimmte Sachen vielleicht auch anbauen oder
in gewisser Weise dann ein bisschen autarker werden. Aber ursprünglich war es eher so, dass sie tatsächlich dann nur durch die Essensopfergaben und nur durch die Unterstützung leben und sich da immer so ein Austausch ergibt zwischen Laien und den Ordinierten. Oder da war es also dann ursprünglich eher sehr ungewöhnlich oder noch nicht mal so vorgesehen, dass dann irgendwie die Mönche und Nonnen irgendwie Landwirtschaft betreiben, weil man da auch davon ausgeht, dass da bei der Landwirtschaftsbetreibung auch jedes Mal immer viele Insekten oder Kleinstlebewesen getötet werden. Deswegen ist das eher so auch in den Ordensregeln verboten. Selbst den Garten umzugraben oder in der Erde zu graben, ist eigentlich eher verboten. Aus diesem Grund. So, und jetzt zu dieser Zeit, also als es so alles ziemlich so den Bach hinunterging, aus buddhistischer Sicht oder ordinierten Sicht, da kam jetzt ein anderer Mönch am Kloster Kitagiri vorbei, der war auf der Durchreise. Der kam von Benares und wollte nach Savatthi. Und in Kitagiri wollte er jetzt so einen Zwischenaufenthalt einlegen. Und das war ein Mönch, der sehr, sehr aufrichtig praktizierte und relativ streng sich in Meditation übte und auch seinen Geist im Alltag immer sehr fokussiert auf sein Meditationsobjekt richtete. Und da kann es sein, das sieht man auch manchmal dann vielleicht, wenn man mal in einem größeren Kloster ist mit vielen Mönchen und Nonnen oder auch in Asien. Manchmal sieht man dann, wenn die Mönche umhergehen, dann kann das für jemanden, der das nicht versteht, aussehen wie so, oh, der sieht ein bisschen nicht garstig oder grimmig aus, aber so ein bisschen einfach sehr ernst. Und wer das vielleicht gar nicht versteht, der könnte denken, oh, der sieht aber grimmig aus. Oder der sieht aber nicht glücklich aus. Aber was eigentlich der Fall ist, die sind einfach bei sich, also die lächeln dann nicht andauernd oder verbeugen sich vor jedem, sondern die gehen dann mit dem Blick nach vorne gerichtet oder auf den Boden gerichtet ihres Weges. Und auch wenn die auf Almosen gegangen sind, machen die das Ganze eher meditativ. Und dieser Mönch jetzt, der jetzt hier im Kloster Kitagiri vorbeikam, der war solch ein Mönch, der dann auf seinem Almosengang im Kloster begann, seine Sachen zu nehmen, seine Bettelschale, Robe und ging dann seines Weges. Und dann, als dann dieser Mönch aufrichtig übend in der Stadt Kitagiri ankam, da waren dann die meisten Laien, die dort jetzt noch lebten, waren dann eben auch gewohnt, wie die Mönche aus dem Kloster Kitagiri sich verhielten, nämlich sehr gesellig und lustig und machen immer Witze und sind immer spielerisch drauf. Und dieser Mönch, das waren die halt schon gar nicht mehr gewohnt, dass da ein Mönch kommt auf dem Almosengang, der tatsächlich seine Aufmerksamkeit nur auf den Boden vor sich richtet. Und die waren das dermaßen nicht gewohnt, vielleicht kannten die das schon gar nicht mehr und meinten na, nur so, was ist das denn für ein Vollidiot? Guckt euch mal diese Niete an, was für ein Finsterling, wie der aussieht. Wer will so jemandem schon eine Essensopfergabe geben? Wir geben unsere Almosen nur den ehrwürdigen Mönchen Asaji und Punabasu und ihren Mönchschülern, denn die gefallen uns gut, die sind liebenswürdig, die sind redegewandt und immer vergnügt und die heißen einen immer willkommen, nicht so wie dieser stumme Finsterling da vorne, der nur auf den Boden guckt. Asaji, Punabasu und ihre Mönchschüler sind hingegen immer umgänglich und aufgeschlossen. Denen sollte man Almosen speisen geben, nicht diesem Finsterling. Und da sieht man so, wie sich das halt eingespielt oder eingebürgert hatte dort in der Gegend. Die hatten quasi ein anderes Verständnis mittlerweile entwickelt, was ein Mönch oder eine Nonne ausmacht. So, aber ein in der Stadt noch lebender, oder Dorf war wahrscheinlich eher ein Dorf, einer in diesem Dorf lebender Laienanhänger des Buddhas, der sah diesen Mönch. Und das war noch ein aufrichtiger Laie, der selber noch ein korrektes Verständnis davon hatte, worum es geht auf dem Weg der Befreiung. Und der hatte den Mönch gesehen und lud ihn dann sofort zu sich nach Hause ein und sagte dann, war dann sehr, sehr froh, dass er ihm das tägliche Almosen geben konnte. Und nach dem Essen erklärte dann der Mönch so, oh, ich bin auf der Reise nach Savatthi und ich möchte dort den Buddha treffen. Und da hat dann der Laie gesagt so, oh, also auch ein bisschen schweren Herzens, weil es ist für Laien oft keine angenehme Sache, das dann anzusprechen. So, oh, ehrwürdiger Mönch, ich bitte dich inständig, dem Buddha meine Grüße auszurichten und bitte, bitte teile ihm doch Folgendes mit. Kitagiri ist als Aufenthaltsort für Mönche wirklich sehr heruntergekommen und hier leben die Mönche, also Anhänger von Asaji und Punabasu.
allesamt sehr, sehr flegelhaft und unangemessen. Und dann berichtete er quasi dem Mönch alles, was er gesehen hatte, was er gehört hatte. Und er fuhr dann fort: Bitte, bitte berichte dem Buddha auch, dass die Menschen, die früher hier voller Vertrauen und Zuversicht waren, heute kein Vertrauen, keine Zuversicht mehr in die Sangha haben. Und die wenigen Laien, die auch hier heute noch Opfergaben geben, die erkennen gar nicht mehr, was einen aufrichtigen, übenden Mönch ausmacht. Und Respekt und Wertschätzung haben sie nur noch für diese flegelhaften Mönche im Kloster Kitagiri. Und dann sprach er weiter: Und gleichzeitig werden auch die aufrichtig übenden Mönche immer mehr vernachlässigt, und die flegelhaften, unaufrichtigen Mönche, die nisten sich hier immer mehr ein und lassen sich's gut gehen. Also es wäre sehr, sehr gut, ehrwürdiger Herr, wenn der Buddha vielleicht ein paar erfahrene Mönche nach Kitagiri entsenden würde, um Kitagiri wieder zu einem geeigneten Aufenthaltsort, wie so zu einem Leuchtfeuer des Dharma zu machen. Und der Mönch stimmte dann zu, und machte sich auf den Weg nach Savatthi und berichtete da dann dem Buddha alles, was er gehört hatte, berichtete von den Verfehlungen der Mönche dort vor Ort und was der Laie über den Zustand gesagt hatte dort. Und als der Buddha das alles gehört hatte, da ließ er dann im Kloster Jetavana erstmal alle Mönche zusammenkommen, wie so eine große Besprechung oder Versammlung. Und er fragte alle gekommenen oder alle anwesenden Mönche, ob denn jemand diese Nachrichten aus dem Kloster Kitagiri auch gehört habe oder das sogar bestätigen könne. Vielleicht war da jemand dabei, der das schon mal war oder das aus erster Hand gesagt bekommen. Und tatsächlich bestätigten einige von den Mönchen, was sich so im Kloster Kitagiri zugetragen hatte, wie die Mönche dort sich verhielten. Und da sprach dann der Buddha so: Oh, diese Mönche erwirken sich durch ihr eigenes Verhalten keine Befreiung von Leidenskreisläufen. Stattdessen verderben sie sich ihren eigenen Geist und schaffen immer mehr die Grundlage für großes zukünftiges Leid. Und ihr Verhalten ist weder Vorbild für andere Ordinierte noch für Laien. Und obendrein hat das flegelhafte Verhalten dieser Mönche auch einen negativen Einfluss auf die Umgebung, also die Leute, die da leben und aufrichtig praktizieren, sei es Mönche oder Laien. Und weil so ist das halt, also tatsächlich, wenn man mit Leuten zusammenlebt, und man selber möchte sich vielleicht vornehmen, im Grunde egal was, kann man verschiedene Gewohnheiten ansprechen. Hier geht es jetzt um Meditation und Leben im Einklang mit dem Dharma. Und wenn alle anderen komplett das Gegenteil tun, dann zieht es einen manchmal damit hinein in diese Richtung. Oder wenn jemand vielleicht aufhören möchte zu rauchen, mal ganz einfaches Beispiel, und man lebt aber mit Leuten zusammen, die ständig weiter rauchen, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger. Und natürlich kann man das dann auch immer alles als Anlass nehmen und sagen so: Oh, das ist immer eine gute Übung, ein gutes Praxisfeld. Aber man muss gucken, ob man die pa Kapazität dazu hat, ob man das überhaupt packt oder ob das eigentlich einfach zu viel ist dann. Und wenn es einem eben zu viel ist, dann muss man gucken, ob man sich nicht einen anderen Ort sucht oder eine andere Gruppe von Leuten oder ja, je nachdem, wie die Situation ist. Wie es dann hier auch manche Mönche also getan hatten, die hatten dann das Kloster Kitagiri verlassen, weil sie gemerkt haben, da kommen sie nicht gut klar. Ja, und dann allgemein sagte der Buddha natürlich auch, dass es immer besser ist, in einem Umfeld zu leben oder zu praktizieren, vor allen Dingen für Mönche und Nonnen, wo eben alle gleichgesinnt sind, was den Weg angeht, oder in Bezug auf Eifer oder aufrichtig den Dharma leben. Ja, und dann wandte sich der Buddha an seine beiden Hauptschüler, an Sariputta und Moggallana. Und weil er wusste ja, das sind die beiden Ordinationslehrer von den beiden Mönchen, die sich so daneben verhielten. Und er sagte dann: Lieber Sariputta, lieber Mahamoggallana, Asaji und Punabasu, die wurden einst von euch in den Orden aufgenommen. Es ist deswegen auch angemessen, dass ihr jetzt diejenigen seid, die sich ihres unangemessenen Verhaltens annehmt und diese beiden Mönche und auch deren Gefolgschaft in Kitagiri aufsucht. Also er schickt die dahin. Und er wollte dann, dass die sich darum bemühen, diese Gruppe von Mönchen zu ermahnen, wieder zurechtzuweisen, auf den richtigen Weg zu bringen. Und Sariputta und Moggallana, sie sagten aber dann auch noch: Oh, aber wir haben gehört, wie flegelhaft oder auch wie unbelehrbar die dort sind und wie aufmüpfig die sind. Ich glaube, selbst wenn wir da zusammen hingehen, wird das schwierig sein, dass die auf uns hören. Und dann meinte der Buddha: Dann geht am besten mit einer großen Gruppe von Mönchen nach Kitagiri und sprecht durch ein offizielles Sangha-Beschlussverfahren den Mönchen Asaji und Punabasu ein Aufenthaltsverbot aus für dieses Kloster in Kitagiri.
Und dieses Sangha-Beschlussverfahren, das heißt Sangha-Kamma, Kamma wie Karma, Sangha-Kamma, das ist dann wie so ein Beschluss, wo die Gemeinschaft oder die Sangha, die vor Ort lebt, gemeinsam etwas beschließt. Das können normale Beschlüsse sein, wie man Sachen neu organisiert oder wenn man Änderungen im Tagesablauf machen möchte oder wie auch immer, aber eben auch in Bezug auf, wenn Konsequenzen für unheilsames Verhalten ausgesprochen werden, wie in diesem Fall jetzt. Das Verhalten von den beiden Mönchen, das war also tatsächlich sehr unangemessen und hatte halt auch eben, wie gesagt, diese großen Auswirkungen auf die Harmonie und das Vertrauen in der Mönchs- und Laiengemeinschaft vor Ort. Und die Mönche auch dort, die zeigten auch keine Reue und die waren auch nicht offen für irgendwelche Formen von Rat oder Tadel. Die waren nicht gewillt, irgendwie zu reflektieren oder zu überdenken, ihr eigenes Verhalten. Und trotzdem aber hat der Buddha sie jetzt nicht direkt aus dem Orden rausgeworfen, wie gesagt, so, ihr könnt nicht mehr als Mönch weiterleben, sondern er hat nur gesagt, denen sprechen wir jetzt erstmal ein Aufenthaltsverbot für dieses Kloster aus. Und ich sehe das so, dass er wahrscheinlich wollte, dass er diese quasi dazu zwingt, erstmal in ein anderes Kloster zu ziehen. Und so Klöster, wie was wir jetzt hören von Kitagiri, das war nicht normal. Das ist auch heute nicht normal. Das war wie ein absoluter Sonderfall. Und dass der Buddha dann sagt, hier könnt ihr jetzt nicht mehr leben, das bedeutete dann oder das würde dann bedeuten, dass diese Mönche sich ein neues Kloster suchen müssen. Und in jedem anderen Kloster haben sie eben nicht diese Möglichkeit, sich so gehen zu lassen, weil da sind alle anderen Mönche in der Mehrzahl aufrichtig übend. Und dann kriegen die pflegelhaften Mönche quasi ständig gezeigt und gesagt, was geht und was geht nicht. Und das würde denen dann helfen und auch nochmal eine Chance geben, so sehe ich das, wie der Buddha das jetzt hier entschieden hat, dass sie sich nochmal fangen und dann auch vielleicht wieder sehen, worum es für sie wirklich geht in ihrem Leben. Oder sie sehen einfach, oh, das ist wirklich nichts für uns. Wir haben das nur gemacht, um es uns einfach zu machen, aber das geht jetzt scheinbar nicht mehr. Und dann entroben sie vielleicht und entschließen sich dann aber eben auf eine aufrichtigere Art und Weise wenigstens als Laie zu leben oder so. Wer weiß, ne? Also ich denke, der Buddha, dass er jetzt hier nur ein Aufenthaltsverbot ausspricht, ist immer so im Sinne von Schritt für Schritt gucken, wie die dann darauf reagieren und dann auch hoffen, dass sie dann was draus lernen. Genau. Vielleicht war das wie so eine Art Schonfrist, dass man eher sagt, erstmal aus diesem Kloster rauswerfen und dann gucken wir mal weiter, wie sie damit umgehen. Ja. Allerdings gab und auch gibt es natürlich auch in den Ordensregeln Möglichkeiten, Mönche ganz aus dem Orden zu verbannen. Und all diese Regelungen und Abstufungen von den verschiedenen Konsequenzen, die es gibt für bestimmte oder auch regelmäßige Fehlverhalten und so weiter, die sind in diesen Ordensregeln überliefert. Auch immer mit Kommentaren und Hintergrundgeschichten, wie kam es dazu, wann wird wie was wo angewendet, genau. Ja, und der Bruder, der hat dann jetzt hier an dieser Stelle dann wahrscheinlich noch ein bisschen darüber gesprochen, warum eben auf dem Weg der Befreiung eben so ein tugendhaftes Verhalten wichtig ist, von großer Bedeutung ist. Eben einmal für das harmonische, für die Harmonie in der Gemeinschaft von Mönchen, Nonnen und dann auch von den Laien, die dann die Klöster unterstützen. Dann in Bezug auf das Wohlsein allgemein von allen Lebewesen, dass man halt nicht keinen Schaden oder kein Leid verursachen möchte, möglichst. Und dann eben natürlich auch in Bezug auf den buddhistischen Weg, in Bezug auf Meditation, edle Achtsamkeit und später dann die Kultivierung von Einsicht oder Weisheit durch Meditation. Für all das ist quasi Tugend ja immer die Basis. Und dann an dieser Stelle sprach dann der Buddha den Vers von heute, von dieser Woche. Wer durch Rat und Tadel das Unheilsame im Zaum hält, der wird von Weisen geliebt und von Toren verschmäht. Und für das Ende der Geschichte, da ging es dann so, also im Anschluss an diese Unterweisung des Buddhas, da haben sich dann der Sariputta und Moggallana auf den Weg gemacht, eben nach Kitagiri, um dort dann dieses Sangha-Beschlussverfahren durchzuführen. Und dann zunächst riefen dann Sariputta und Mahamoggallana vor Ort auch alle Mönche zusammen für diese Versammlung. Und insbesondere wurden also Asaji und Punabasu vorgeladen. Und dann teilte man ihnen erstmal mit, was man ihnen vorwarf. Dann wurde alles aufgelistet von den unheilsamen Handlungen oder Begebenheiten, so im Detail, die bekannt geworden waren und die zu Disharmonie geführt hatten. Und dann sprach einer von den Ordensältesten oder erfahrensten Mönchen und sagte:
Ich bitte jetzt die Gemeinschaft der Mönche gut zuzuhören. Die beiden Mönche Asachi und Punabasu, die haben sich in äußerst unangemessenem Verhalten verloren. Und gerade haben wir gehört und auch gesehen, um welches Verhalten es dabei ging. Und wir haben gehört und gesehen, welche negativen Folgen das Verhalten mit sich gebracht hat. Und wenn die Sangha jetzt bereit ist, dann sollten wir nun wie so ein rechtlich bindendes Sangha-Beschlussverfahren durchführen, um den Mönchen Asachi und Punabasu ein Aufenthaltsrecht, Verbot oder also das Aufenthaltsrecht zu entziehen oder Aufenthaltsverbot für das Kloster in Kitagiri auszusprechen. Und das erfolgte dann so, dass dass dieser ordensälteste Mönch das dreimal jetzt sagte, dass er sagte, ehrwürdige Mönche, es wird jetzt vorgeschlagen, dass den Mönchen Asachi Punabasu als Konsequenz für ihr Verhalten ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen wird. Und jeder Mönch, der jetzt hier dem Rechtsverfahren zustimmt, der soll nun schweigen. Und dann, wenn man was dagegen hat oder noch was einzuwenden hat, dann kann man sprechen. Aber sobald dann es dann dazu kommt, dass niemand was sagt, dann stimmen alle zu. Und dann fragt der Mönch aber gleich das Gleiche nochmal, ein zweites Mal und fragt, ob wirklich alle zustimmen. Und dann, wenn alle schweigen, ist zugestimmt. Und auch ein drittes Mal wird das gemacht, dass man gibt allen die Gelegenheit, Einwände vorzutragen oder Sachen vorzuschlagen oder wie auch immer. Aber wenn es dann dreimal tatsächlich angenommen wurde, dann ist die Sache beschlossen. Und dann kann man sich auch nicht mehr im Nachhinein darüber beschweren oder sagen, oh, aber eigentlich war ich dagegen oder wie auch immer. Nach diesen dreimal Zustimmen ist dann die Sache beschlossen. Und so war es dann hier auch. Und tatsächlich, obwohl es dann einstimmig angenommen wurde, wobei es ist jetzt auch nicht klar, ob nur Asachi und Punabasu oder auch all ihre Mönchschüler quasi wie so Angeklagte waren. Und diejenigen, die das jetzt beschlossen haben, waren alle Mönche, die mitgekommen waren von dem anderen Kloster. So kann das auch gewesen sein. Weil natürlich könnte ich mir gut vorstellen, dass alle anderen pflegelhaften Schüler von Asachi und Punabasu dann sagen würden, so, ja, wir sind alle dagegen, gegen diesen Beschluss. Das heißt, das wird dann also nur durch diejenigen Mönche beschlossen worden sein, die eben die Einhaltung von den Ordensregeln noch befürworteten. So, aber tatsächlich nach diesem Beschluss kamen dann auch die Mönchschüler von Asachi und Punabasu und die sagten so, oh, das ist alles so ungerecht, was ihr hier macht. Und wir wissen jetzt nicht, ob die anwesend waren oder eben auch beschuldigt waren, aber auf jeden Fall ist es überliefert, dass die das alles ablehnten. Die sagten, das ist ja so unfair, wie ihr mit dem Asachi und dem Punabasu umgeht, das ist ja unglaublich respektlos. Und die warfen dann auch den ehrwürdigen Mönchen und auch Sariputta und Mahamoggallana viele Beleidigungen an den Kopf. Und die warfen denen auch vor, dass sie alle vollkommen vom rechten Weg abgekommen sind und dass sie alle nur noch aus Gier und Hass und Verblendung und Angst heraus handeln. Und das ist so der Punkt, wo ich vorhin auch meinte, so was die da gerade den anderen Mönchen vorwerfen, ist alles nur Projektion im Grunde ihrer eigenen Probleme. Das ist das, was man leider oft mal wieder erkennen kann in solchen Situationen. Und tatsächlich dann aus Wut und Stolz heraus, diese Mönchschüler von Asaji und Punabasu, die gingen dann alle verärgert fort von Kitagiri und kurze Zeit später haben sie alle ihre Roben abgelegt und sind nicht mehr als Mönch verblieben. Und ach ja, und ich glaube, ich habe nicht genau gelesen, was oder ob da jetzt Asaji und Punabasu mit dabei waren oder ob die später noch Mönch geblieben sind, da habe ich nichts zu gefunden. Aber es kann auch gut sein, dass sie dann mit in dieser Gruppe dabei waren. Und ja, und in den Überlieferungen steht auch, dass der Punabasu und der Asaji, die hatten schon vor dieser Geschichte hier von heute einen großen Groll gegen Sariputta und Mahamoggallana, obwohl das ihre Lehrer waren. Früher hat man einmal kam der Buddha mit Sariputta und Moggallana und anderen Mönchen entweder bei diesem Kloster oder einem anderen Kloster vorbei. Und der Buddha hat persönlich gefragt, bitte Asaji und Punabasu, könnt ihr so eine einfache Übernachtungsmöglichkeit vorbereiten für mich, für Sariputta, Moggallana und die anderen Mönche? Und Punabasu und Asaji haben nur eine Nachricht zurückgeschickt. Oh, der ehrwürdige Buddha ist gerne willkommen bei uns, aber Sariputta und Moggallana nicht. Die sind so voller Gier und Begierde und Verlangen, das sind keine ordentlichen Mönche. Die haben hier bei uns nichts zu suchen. Und auch da wieder, wie wir jetzt so kennen, die Geschichte,
War das wahrscheinlich auch wieder eher so etwas, das außen hat für diese zwei Mönche eher so als Spiegel funktioniert. Und alles, was die da beschuldigt haben bei den anderen, waren eigentlich ihre eigenen Probleme. Genau. Okay. Gut. Heute also ein bisschen ordensinterne Hintergrundgeschichte. Und damit wären wir am Ende für den heutigen Abend. Dann würde ich den Abend zu Ende bringen mit dem Teilen der Verdienste. Und von Herzen können wir dann die Verdienste des heutigen Abends teilen. Möge alles, was wir heute Abend geübt und kultiviert haben, sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen von Nutzen sein und zu unser aller Wohlsein und zur Befreiung von Leid und Leidenskreisläufen beitragen. Und mögen aller Segen und der Schutz aller himmlischen Lebewesen sowie die Kraft der drei Juwelen, die Kraft aller Buddhas, aller Dharmas und aller Sanghas, sowohl uns selbst als auch allen Lebewesen immer Schutz und Sicherheit sein. Bhavatu sabbamangalam, jagantu sabbadevata, sabbabhutanubhavena, sabbadhammanubhavena, sabbasanghanubhavena, satasuttim bhavantu te, bhavantu me.